Im Rahmen einer Pressekonferenz informierten der Tourismusverband Knittelfeld und Vertreter der Kalvarienbergteifel über das heuer erstmalig stattfindende große Krampus- und Perchtenspektakel. Am 8. Dezember wird die Knittelfelder Innenstadt zur großen Showbühne. Der Veranstalter sind die Kalvarienbergteufel von Knittelfeld. Sie haben über 30 Gruppen, über 600 Perchten und Krampusse hier eingeladen nach Knittelfeld. Der Umzug selber wird in etwa von 18 bis 20:30 Uhr dauern und dann geht es weiter mit einer Aftershow-Party am Kapuzinerplatz und natürlich in den gesamten Knittelfelder Innenstadtlokalen. Die Kalvarienbergteifel haben dazu 32 Gruppen mit über 550 Krampussen und Perchten eingeladen. Die Kalvarienbergteifel gibt es seit 5 Jahren. Und also ist 5-jähriges Bestehen haben wir heuer. Gegründet habe ich das Ganze durch einen mystischen Berg in St. Margrethen, den Kalvarienberg. Und wir bestehen aus 32 Mitgliedern, jung und alt. Die jüngste ist 7 Jahre, die älteste ist 89. Wir sind alles Freunde, Familie. Der Brauchtum steht an erster Stelle bei uns. Wir haben Spaß zusammen, wir haben Erfahrung zusammen und wir wollen den Brauchtum wieder zurückholen. Wir haben gehört, am 8. Dezember findet das statt und vor allem das Thema Sicherheit ist auch ganz ein wichtiges für euch. Genau, es passiert rundherum so viele Sachen, allein von den Veranstaltern und von den Zuschauern. Darum haben wir Sicherheit schon seit 2 Jahren geplant. Eben mit dem Tourismusverband und mit der Stadtgemeinde, mit unserem Bürgermeister, mit dem Gerald Schmidt. Sicherheit geht immer, es geht einfach vor. Großes Krampus- und Perchtenspektakel am 8. Dezember in Knittelfeld.